Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Together Pokémon Smaragd mit Ezio und mir. Und wir sind in Ezios Geheimbasis. Okay. Erstmal. Ups. Gut, den Orden hat er leider. Dann. Mal kurz das nachgucken. Düsenglas und das Fossil hat er auch, das ist gut. So, dann. Wo sind wir jetzt? Ah, okay, ich glaube, ich weiß, wo. Ja, genau, hier sind wir. Der hat die Bären nicht eingesammelt. Das mache ich noch. So, dann geht es Schnurstracks zur fünften Arena. Da das, was hier auch schon eingesammelt hat, können wir auch unbestört dahin gehen. Denn die fünfte Arena will ich Ezio nicht gönnen. Er hat schon drei Arena-Orden geholt, ich gerade nur einen. Und den fünften möchte ich schon gerne holen, denn ich will den Arena-Orden, so als unseren internen Orden, nicht überlassen. Nee, kannst du vergessen, Ezio, den kriegst du von mir nicht. So, wir machen das jetzt ohne Karten, weil ich weiß nicht, wie. Ah, nee, ist die Wüste. Ah, geh ich auch durch die Wüste. Geht schneller, glaube ich. Und wenn ich ganz dumm anstelle, dann, ja. Na, scheiß Rad. Ich bin zwar schneller damit, aber ich komme mit der Steuerung nicht ganz so gut klar. Weil das Eilrad eben ein bisschen mir zu eilig ist. Gewaltruhe erstmal. So. Schön, ich kann mal gleich mal auf die Pokémon gucken. Alba, er ist alles gleich. Wir müssen erstmal, upsala, schnurstracks hier rüber. Und dann durch den Metaflow-Tunnel. Schnell, schnell, schnell. Oder so, was hab ich erst recht keinen Bock, Mann, verpiss dich doch. Natürlich hat er Gewalt davon. Hat er Gewalt davon gegen die Arena eingesetzt? Oh mein Gott. Stelle ich mir gerade sehr interessant vor. Beutel. Weh, du hast Kind. Ja, das ist nicht mehr. Wir haben keinen Schutz mehr. Wir haben keinen Schutz mehr, Leute. Lava-Keks. Okay. Wir haben keinen Schutz mehr. Es ist doof. Aber ist nicht schlimm. Wir können auch hier rüber gehen. Jetzt nur aufpassen, dass ich gleich hier irgendwo in den Busch reinrenne. Ich würde mal sagen, noch einen weitergehen. Ja, ich glaube, von da ist es am besten. Ja, genau, hier bin ich jetzt hier. Dann brauche ich hier keinen Busch mehr zu nehmen. Gut. Ich muss hier durch. Bitte verpisst euch alle. Mann, ist die Steuerung hier echt schwer von dem Eilrad. So, hier kann ich aber kurz das alles skippen. Und tschüss. So, gegen euch habe ich zum Glück alle schon teilweise auch offscreen gekämpft. Weil wir sich teilweise alle ausgelassen haben. Zack, Arena. Moment. Nicht ganz Arena, erst heilen. Blütenburg City. Danach kriegen wir auch Surfer. Und das bedeutet, Ezio muss, naja, sein letztes Pokémon langsam erholen. Beziehungsweise, Ezio sollte mal erstmal ein anderes Wasser-Pokémon holen, damit er seins danach holen kann. So, wir lassen mal Altaria vorne. Ganz einfach, weil es momentan, glaube ich, unser stärkstes Pokémon ist. Und das gegen normal nicht so einen Nachteil hat. So, auf geht's. Hier sind blöde Räume. Initiative-Raum steht auf dem Schild. Möchtest du die Tür öffnen? Ja. Denn hier kommen sie teilweise mit ihnen komischen X-Sachen an. Die Fähigkeit, die gibt dir mit einer Attacke zuvorzukommen. Das alleine gibt doch schon einen enormen Vorteil, meinst du nicht auch? Ja. Das heißt, er gibt den X-Tempo und dergleichen und die haben auch nur ein Pokémon, soweit ich weiß. Ja, er hat einen Schwalboss. Mit X-Tempo ist 26 erst. Oh mein Gott, wie stark sind wir überhaupt? Feuerode. Gibt er kein X-Tempo? Ich dachte, macht er. Überlebt er? Feuerode ist doch nicht so gut. Ach, Agilität setzt du ein. Ja, dann setzt halt Agilität ein, juckt mich nicht. Tschüss, Mann.
Ach, Schleudwand immer noch, das Dings. Das war ein unglaublicher Kampf. Ja, du hast nämlich voll gefailt, du Holz. So, jetzt können wir uns zwei weitere Räume aussuchen. Ich meine, drei müssen wir machen. Raum der Verteidigung? Jo, machen wir. Drei, glaube ich, müssen wir machen, dann sind wir beim Arena-Leiter. Je stärker die Verteidigung, desto zurück zu, da kann ich angreifen. Das ist richtig, aber wenn ich dich voll platt mache, halt bringt es dir nichts. Deswegen, drei Räume müssen wir machen. Knuddelhof, oh mein Gott. Ach, die haben ja andere Pokémon. Im Original sind das immer Geradax und noch zwei andere, die ich gerade vergessen habe. Feuerodem los. Nein, klar. Sollte, glaube ich, ein Schnabel reichen. Mit dem Levelunterschied auf jeden Fall. Es sei denn, du setzt einen Hypertrank ein, was natürlich auch interessant ist. Aber naja, gut. Das kostet mir nicht zu viel Zeit. Ja, mach gut Schaden. Und tschüss. Obwohl, nee, warte, ich habe gerade einen Volltreffer gemacht, ne? Der lebt noch. Erige. Vielleicht setzt du nochmal einen Hypertrank ein. Insofern noch einmal Feuerodem. Nee, setzt du nicht ein, dann ist halt tot. Wir können es auch alle anderen Räume auch machen. Das sind verschiedene Räume wie K.O.-Trefferraum, Raum des Angriffs. Keine Ahnung, was noch alles. Oh, sehr nice. Ja, Werte steigen ziemlich gut. Unsere Verteidigung reicht ja nicht aus. Und deswegen mal gucken, was haben wir für Räume. Raum der Stärke. Ja, machen wir mal. Und dahinter ist der Arenaleiter. Unser Arenaleiter hat uns angewiesen, alles zu geben, dich zu besiegen. Auch wenn du das Kind des Leiters bist. Ja, das ist unser Fatih, ne? Wie habe ich ihn damals nochmal gesprochen? Weiß ich nicht mehr. Ja. Sengo. Ah, stimmt. Sengo hatten sie gerne benutzt. Ist auch ein richtig starkes Pokémon, Sengo. Hat einen richtig fetzigen Angriff. Ich finde es krass, dass Feuerodem ihn paralysiert. Oh, Schwertanz, du Sack. Weil wir so den Angriff steigen lassen. Oh. Leider bringt es dir nichts mehr. Schade, ich dachte, die kommen ihren ganzen X-Kacke an, weil in Rubin und Saphir sind sie immer mit angekommen. Naja, halt nicht. Aber das wird wohl nichts. Ja, ich gehe jetzt zu meiner Party. Und tschüss, du Hure. Ah, Renita steht drauf. Ich sehe selbst, welches Pokémon dich erwartet, steht auf dem Schild. Will ich es zu öffnen? Nein. Ich gehe nach Hause. Ich Quatsch, natürlich gehe ich da hin. Hoffentlich schaffe ich den auch. Du besitzt vier Orden. Fein, wie versprochen, werden wir nun einen Pokémon-Kampf ausfechten. Leffert. Ich bin so glücklich, dass mein eigenes Kind stark genug ist, gegen mich zu kämpfen. Kampf ist Kampf. Ich werde als Arena-Leiter alles tun, um diesen Kampf zu gewinnen. Leffert, du solltest ebenfalls dein Bestes geben. Das mache ich doch immer, Mann. Vor allem, weil ich jetzt den fünften Orden holen werde. Hoffentlich schaffe ich das auch. Vier Pokémon hast du? Fängst du mit Pandi an? Okay, im Rubin Saphir hat er nur drei Pokémon. Die zwar alle drei übelst stark sind, aber trotzdem, der sollte eigentlich total easy werden. Also ich weiß nicht, was er noch alles hat, vor allem, weil er mit Pandia anfängt. Ich frage mich, was er noch hat. Weil im Rubin Saphir hat er zwei Leta Kings und ein Muntier. Okay, jetzt kommt er mit Muntier an. Das sind übrigens alles Normal-Pokémon, falls euch gerade wundert, was für eine Arena ist. Normal-Arena. Muntier, was aber allerdings gegen unsere Leute so ziemlich keine Chance hat. Oh, Schlitzer. Und tschüss. Das geht viel zu einfach, mal ganz ehrlich. Es ist. Ezio, du hast übertrieben. Du musst noch mal ein paar Mal zu betonen. Geradax? Oh, hast du andere Pokémon? Ich nehme mal Stolrak. Einfach nur, weil. Ich habe genügend Zeit und. Es wird einfach mit Stolrak. Geradax ist ein echt geiles Pokémon. Was können wir denn nicht einsetzen? Eisenschweif? Ja, Eisenschweif. Was machst du denn dafür? Oh! Das ist natürlich interessant. Die Attacke kenne ich übrigens nicht, aber das hört sich interessant an. Auch wenn es dir gerade nichts gebracht hat. Aber es hätte sowieso nichts gebracht. Ich bin Stahl-Pokémon, normal macht mir nichts aus. Jetzt kommt Leta King. Okay, er hat nur eins. Schade, im Original hat er. Original sag ich immer. Sonst hat er mal zwei gehabt. Übrigens, Leta King voll das starke Pokémon. Oh, Konter ist übel. Um mich zu sagen, es tötet fast. Leta King sollte jetzt aber faulenzen. Überheiler, wir haben... Supertränke, wir müssen mal wieder einkaufen. Konter ist eine Kampfattacke, ne? Ja, du faulenzt. Mach nochmal Eisenschweif.
Warum willst du nicht wieder Konter ein? Sack. Was bist du für ein Holz? Ich kassiere die ganzen Treffer, damit ich Konter einsetzen kann. Ich bin voll der Sack, Alter. Also siehst doch aus. Gardevoir. Das erinnert mich ein bisschen an die zweite Arena. Die habe ich auch verkackt, obwohl ich es eigentlich hätte schaffen müssen. Zitronenbeere. Ja. Psychokinese. Hä, wieso faulen sie ich? Gardevoir kann nicht faulen, denn Gardevoir macht übelsten Schaden. Fassade macht Schaden, ja. Übertrank, ja. Hm. Warum tue ich Faulenzen? Oder benimmt sie den Statuswert? Das könnte auch sein. Hm. Gut. Ja, keine Sorge, verlieren werde ich schon nicht, aber ich will mal meine Pokémon dagegen einsetzen. Verlieren werde ich schon nicht, Leute. Ich habe immer noch die Geheimpower. Jawohl, paralysiert. Ein Übertrank, dein letzter nämlich. So. Machen wir mich mit Geheimpower kaputt, das macht einen guten Schaden. Dann bekommen wir ein lustiges Item von dir. Also, was heißt ja Item? Eine gute TM kriegen wir von dir. Normalerweise setzt Leta King ziemlich auf Power Punch ein, aber hier irgendwie machst du Fassade und Konter und all so ein Schwachsinn. Boah, wie fies, Alter, wenn du mal eben so durch eine Paralyse nicht angreifen kannst und danach faulenst. Boah. Und tschüss. Ich kann es nicht. Ich kann es nicht glauben, Leffert. Ich habe gegen Leffert verloren. Nun, Regeln sind Regeln. Hier, das ist für dich. Mein zweiter Orden. Leffert hat den Balanceorden vom Vater erhalten. Vom Vater der Arenaleiter ist. Neben diesen Orden. Mit diesem Orden erhöht sich die Verteidigung all deiner Pokémon. Pokémon, die vor allem Surfer erlernt haben, können sie nur noch zu reisen und das Wasser einsetzen. Leffert, das ist mein Geschenk für dich. Ich bin sicher, du wirst es gut nutzen. Jo, werde ich sofort einsetzen. Enthält Fassade. Sie verdoppelt die Stärke der Attacken, wenn das Pokémon vergiftet, paralysiert oder verbrannt wurde. So kann eine vermeintlich aussichtslose Situation vielleicht gerettet werden. Als Arenaleiter kann ich gar nicht sagen, wie bestürzt ich bin. Als Vater macht es mich andererseits sehr stolz. Einerseits sehr stolz, andererseits aber auch sehr traurig. Was ist das denn? Ah, bist du ja, Leffert. Komm doch bitte mal mit, ich hab was für dich. Norman, hast du wohl nichts dagegen? Ich entführe Leffert für ein paar Minuten. Nee, Mann, lass ihn hier! Jetzt nimmt er mich mit. Normalerweise muss man selber zu ihm gehen, um Surfer zu erhalten. Ich wäre sowieso dahin gegangen, aber naja. Hallo Leffert, bitte entschuldige, dass wir den weiten Weg hier dich für den weiten Weg hier gerufen haben. Mal eben so um die Ecke, ja klar. Unser Heiko ist viel robuster geworden, seit er ein Wiesenfloh ist. Das verdanken wir allein dir. Als Heiko den Ort verließ, hast du ihm geholfen, ein Pokémon zu fangen, stimmt's? Ich glaube, es hat Heiko richtig glücklich gemacht. Nicht nur Heiko, auch mich als Vater ist es überglücklich gemacht. Glücklich darüber, dass er einen Freund wie dich gefunden hat. Jetzt soll es eine kleine... Das soll jetzt keine Bestechung sein, aber ich möchte dir das schenken. Ja, von denen kriegen wir nämlich Surfer. Ich weiß nicht, warum die es hier so eingebaut haben. Vielleicht, weil einige da hängen geblieben sind und nicht wussten, dass man jetzt hier hingehen muss. Wenn das Pokémon Surfer beherrscht, kann sie neue Orte bereisen. Hm? Auf der Suche nach Trainern. Hallo, heute besuchen wir die Gegend um Route 111. Wir versuchen ein neues Großteil zu finden. Unser Kammer hat den Trainer Leffert auf etwas hat diesen Trainer unser Interesse geweckt. Die beste Art, das Können und das Trainer zu feststellen, ist, gegen ihn zu kämpfen. Das haben wir gemacht. Und so endete schließlich der Kampf gegen Leffert. Wow, ging das schnell. Seine dominierende Vorstellung schlug uns vernichtend, zerknüllte uns und warf uns weg. Wow, was machst du mit Menschen, Ezio? Leffert ist einfach unglaublich stark. Gehen wir etwas näher auf den Kampf ein. Die Kombination von Keardia und Stolunia ist einfach göttlich. Ach, schon die hat er eingesetzt. Schon die Ausstrahlung der beiden ließ erkennen, dass sie gegenseitig uneingeschränkt unterstützen würden. Einfach die unglaubliche Atmosphäre. Der Trainer setzte als letzter der Attacke Konfusion ein. Die Attacke Konfusion ist das Zeichen der Freundschaft zwischen Keardia und Stolunia. Okay. Nach dem Kampf baten wir Leffert um eine kurze Stellungnahme. Der Trainer sagte, begeistern. Die Pokémon Kyria und Stolunia von Leffert und begeistern. Hm, sehr tiefsinnig. Da liegt ein tiefer Sinn in dieser Aussage. Kein Wunder. Ein bedeutender Trainer, wie auch
wird auch bedeutende Worte sagen. Das war's bis heute. Bis zur nächsten Sendung. Ja, die Interviews kann man später noch ein paar Mal öfter machen, wenn man will. Ja, ich kann jetzt mal kurz gucken, ob jemand Surfer lernen kann. Wobei ich jetzt eigentlich nicht jemanden einfach so Surfer erlernen möchte. Weil dafür soll sich Ezio schon ein richtiges Wasser-Pokémon holen, meinetwegen auch ein Opfer oder so. Mal kurz, weil ich auch nie auf die Box geguckt so richtig. Pokémon bewegen. Nö, da. Moment. Zweite Box? Warum nicht die erste? Okay, hätte ja sein können. Hätte doch sein können, Mann. Gut, dann habe ich meinen Orden geholt. Damit Ezio immer nicht so einen Vorsprung hat, jetzt steht es 2 zu 3. Einkaufen kann ich noch. Und Fassade wollte ich jemandem beibringen, genau. Fassade Pokémon bringen? Na klar. Was haben wir noch? Schwalbe. Und zwar kann dafür... Ja, Notsituationen werde ich glaube ich nicht einsetzen, aber ich mache erstmal Heuler weg. Nachher werde ich noch Fliegen erlernen, das kommt dann Notsituation weg. Hat Toller vergessen und Schwalbe lernt Fassade. Eine richtig geile Attacke. Habt ihr gelesen? Kann er nicht mit dem Hitzekorn erlernen? Nö. Gut. Mal gucken. Vielleicht kann es ja sein. Könnte wer Surfer lernen? Nein. Gut, da muss Ezio auf jeden Fall was holen. Protzer, Brüller brauche ich nicht. Ja. Gut, dann wird Ezio sich jetzt hoffentlich auf die Suche nach Wasser-Pokémon machen. Willkommen, wie kann ich hier für sein kaufen? Achso, du hast super Trinker, ist gut. Dann kaufen wir ein bisschen ein. So, 10 reichen erstmal. Bälle haben wir noch genug. Schutz. Ja, Schutz schadet nicht. Wir haben so 7 mit. Was haben wir noch? Nix. Den Rest brauchen wir nicht. So, dann kann ich in meiner Folge jetzt eigentlich nichts mehr tun. Ich könnte zwar nach einem Wasser-Pokémon suchen, aber ne, so Ezio in seiner Folge machen. Ich weiß auch schon, wie ich ihn darauf hinweise, dass er jetzt ein Wasser-Pokémon holen soll. Was mache ich jetzt in meiner Folge? Ich meine, den Orden habe ich jetzt locker geholt. Das heißt, es geht Richtung 6. Orden. Ich hoffe, Ezio weiß auch, wo er hingehen soll. Was könnte ich noch machen? Ich meine, wenn ich jetzt Surfer hätte, könnte ich jetzt hier hinten zu den versteckten Items gehen oder so, aber habe ich ja nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich weiß schon, wie ich den Part beenden werde. Aber ich weiß nicht, wo ich ihn beenden werde. Fliegen haben wir ja auch noch nicht, das bekommen wir auch ein bisschen später. Ah, ich weiß, was ich machen könnte. Wobei ich es aber, glaube ich, nicht schaffen werde von der Zeit her, oder? Ach, egal. Geh schon in die Richtung. Ist ja nicht schlimm, ob wir jetzt hier Schluss machen oder irgendwo in Dink City da. Wie heißt es nochmal? Ach, wie heißt es? Komm, sagt schon. Hab gerade den Namen vergessen. In Malvenfroh, genau. Ob wir da Schluss machen oder hier Schluss machen, ist egal. Wir haben den Orden geholt, das wollte ich auf jeden Fall schaffen. Dass Ezio nicht vorzeitig sich und denkt, jawohl, den Orden bekomme ich. Nee, Ezio. Ich bin auch noch da. So einfach will ich es nicht überlassen, Mann! Denn wir können es dann, glaube ich, auch Donnerblitz holen in Malvenfroh City. Ist nur die Frage, ob Ezio das macht oder... Aber was ob weiß. Ich habe es mal gesagt, dass man das machen kann, dass ich es auch holen werde. Ich weiß es aber nicht, ob er genau weiß, was man da machen muss. Abgesehen davon können wir es eh nicht so schnell machen, weil dafür brauche ich auch Surfer. Insofern werde ich in Richtung Malvenfroh City gehen. Ezio da rauslassen, wo es mir gerade passt. Und ihn dann hinweisen, dass ich ein Wasser-Pokémon holen soll. Wie ich das mache, werdet ihr gleich sehen. So. Sieht ja, einen Erfolg haben wir geschafft, Leute. Ein Orden geholt, ist gut. Auch wenn wir unsere Pokémon viel zu stark waren, hat man gesehen, richtig. Der Levelunterschied war echt krank. Und das wird sich auch, glaube ich, in der 6. Arena auch nicht so schnell ändern. Vielleicht nach der 6. Arena müssen wir meine Pokémon noch ein bisschen hochleveln. Damit wir ein bisschen auf Teamniveau kommen, weil unser Niveau ist jetzt auf Level 40, so gesehen. Die Trainingseinheit wird Ezio vielleicht auch sein neuen Pokémon machen, oder gibt ihn einfach den EP-Teiler. Weiß ich noch nicht, was er damit machen wird. Ein Flurmel. Gut, dann werde ich noch die Höhle verlassen.
damit Ezio nicht ganz verwirrt ist. Ja, der obligatorische Wecker, der übelst laut ist. So, dann... hier mal Schluss. Und ich zeige noch auf die VM Surfer. So, Ezio, das musst du jetzt einem Pokémon beibringen. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Part, Leute. Tschüss.